Guten Morgen! Herzlich willkommen zum neuen YouTube-Video. Heute gibt es das, was ihr alle wolltet, deswegen mache ich es auch. Full Day of Eating. Was frisst Alex den ganzen Tag? Now the side shots, yeah. And some detail. Wir haben jetzt gerade schon geshootet. Natürlich nehmen wir euch noch so ein bisschen mit, was hier so am Alltag passiert. Aber vorrangig Fokus aufs Food. Erstmal starten wir mit einer Kartoffel von gestern. Hab nur Hunger. Machen wir uns das hier. Granola. Haferflocken und eine Banane mit einem Shake, White Chocolate, Proteinpulver, beste wo es gibt, wo es gibt. Guten Morgen. Und dann gehen wir ins Gym. Ach nee, Blaubeeren können wir auch noch mit reinmachen. Die lasse ich mir jetzt auch schmecken. Also erstmal sage ich, dass ich hier die Kalorien nicht tracke, so wie ich es sonst auch nie mache. Es geht einfach darum, dass du dich gesund ernährst, dass du dich vernünftig ernährst und dann brauchst du natürlich auch langfristig nicht die Kalorien zu tracken. Mal ist es ganz gut, einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viele Kalorien nehme ich eigentlich am Tag zu mir. Aber ansonsten kannst du das eigentlich relativ frei gestalten. Und wenn du dann merkst, dass deine Form immer schlechter wird, dann machst du irgendwas falsch. Also von daher. Jetzt ein bisschen frühstücken, dann gehen wir ins Gym, eine ordentliche Einheit reinknallen und dann gibt es ja auch schon Mittagessen. Ne? Aber bei dir ist es ja auch so, du machst ja auch so viel Ausdauersport, da musst du halt im Endeffekt auch deutlich viel mehr essen, oder? Ja, also ich esse schon mehr und auch relativ viel, aber so richtig, richtig viel, so massephasemäßig, 5000 Kalorien am Tag, das ist halt echt ein bisschen übertrieben, auch wenn du viel Ausdauersport machst. Ein Essen oder Kalorien sind viel schneller reingegessen, als dass du es verbrennst. Und das dürfen wir immer nicht vergessen. Ich kann eine Stunde lang Vollgas laufen oder Fahrrad fahren, verbrenne 1000 Kalorien. Aber ich kann mir die auch in 5 bis 10 Minuten reinknallen vom Essen. Also das Verhältnis müsst ihr mal überlegen. Ne? Deswegen da immer schauen, dass es auch gesund ist. Nicht nur anhand der Kaloriendichte, sondern auch, was bringt es euch? Eine Pizza würde mir jetzt relativ wenig Energie geben, wenn ich damit starten würde, oder ein Burger, anstatt jetzt zum Beispiel so ein Granola mit Haferflocken, Proteinshake und Blaubeeren. That's it. Schön haben sie es hier gemacht. Bisschen was umgebaut. Aber läuft wie immer. Ich lieb's, ich lieb's. So, Trainingssession, Content-Session ist erledigt. Jetzt gehen wir noch 60 Minuten aufs Bike. Einfach weil auch das natürlich im Triathlon-Training, Ironman-Training, Hybrid-Training, wie man es auch immer nennen möchte, nicht fehlen darf. Selbst wenn du im Ausland bist. Es gibt immer Möglichkeiten, wie du alles machen kannst und kombinieren kannst. Und wenn du jetzt nicht auf deinem Rennrad bist, kannst du natürlich auch dieses Concept 2 Bike benutzen, was auch super geil ist dafür. Auch hier kannst du ordentlich Watt treten und deinen Trainingsanhalt reinbekommen. So, deswegen hier 60 Minuten drauf. Ich knall mir gleich noch ein Energy Gel von MyProtein. Auch das sollte, glaube ich, ins Full Day of Eating kommen, weil das wichtig ist. Das gehört damit dazu. Und ja, dann machen wir es mal. Ne? Danach gibt es nämlich lecker Essen. Ich habe schon gehört gerade, Dominik hat gesagt, Wassermelone, Müsli, Früchte. Wir haben zwar schon wieder Müsli gegessen, aber wenn es jetzt hier so, es sind gerade 33 Grad hier, da hast du halt keinen Bock auf irgendwas Warmes gerade, ne? Das muss man auch ehrlich sagen. Deswegen glaube ich, was Freshes macht mehr Sinn. Aber auch da, weil ich jetzt so viel geschwitzt habe oder auch Kalorien verbrannt habe, brauchen wir natürlich ein paar Kalorien. Das heißt, auch Nüsse oder sowas packen wir mit rein. So, Bike Session fertig machen und dann essen. Fahrt. Ab geht's. Wir haben jetzt wie viel Uhr? Oh, schon 11.
gestern 8 hier. Ja, dann haben wir 3 Stunden. Aber wir haben ja 3 Stunden nicht trainiert. Wir haben knapp 1 Stunde trainiert und 2 Stunden an der Content gemacht. So, das ist es nämlich. Also jetzt frühstücken und dann muss ich mich auch schon wieder an die Coaching setzen, weil auch da ist heute wieder Bedarf. Essenszeit! Es geht weiter. Wir haben hier einmal Joghurt. Davon nehmen wir uns ordentlich was. Wie viele Kalorien hat das? Keine Ahnung. So wie wir es immer machen. Nach Augenmaß. Dann machen wir jetzt nochmal einen Löffel von Proteinpulver drauf. Es gibt aber auch gleich noch nach diesem Essen gibt es noch Rührei. Das wird gerade gemacht. Ich habe es beauftragt. So, das jetzt hier zu mixen, ist auf jeden Fall ein ganz schöner Auftrag. Okay. Dass nichts rausfällt, ne? Das hier ist jetzt wichtig. Bevor irgendjemand fragt, was ist an Kalorien? Knapp 300 auf 45 Gramm. Kalorien müssen auch irgendwie rein. Deswegen haben wir auch das Zeug hier geholt. Das ist irgend so ein Kokosnuss-Erdnuss-Butter-Zeugs. Muss ich erstmal richtig verbinden, dann kommt das nämlich auch noch on top. Und jetzt brauchen wir noch ein paar Früchte. Wassermelone wird gleich auch noch geschnitten oder später auf jeden Fall. Was können wir noch mit reinmachen? Ein Pfirsich! Schön sieht das aus. Oh, das ist krass. Schmeckt das nach Kinder Bueno? Aber mit Kokosnuss dazu. Ich kann nicht kontrollieren. Ich will nur probieren. Und Charlie? Und jetzt packen wir noch Honig. Wo ist der Honig? Das ist griechischer Honig. Gut. So, das ist jetzt die Vorspeise. Und dann bekomme ich hier gleich noch was anderes. Deswegen lassen wir das mal schmecken. Na, was für Reich? Was müssen wir mit dem Rest machen? Nachschlag geholt. Es ging nicht. Ich habe immer noch Hunger. Bis die fertig sind. Also von daher nochmal 300 Kalorien rein. Super. Wir wurden gerade bedient. Guckt euch das an. Was ist das jetzt? Shashuka. Self-made Shashuka. Mit Brot. Guten. Was hat das an Kalorien? Nicht viel. Ist mir auch egal, ich esse es trotzdem. Zeit! Es ist Eiszeit. Kleines Eis. 145 Kalorien, einfach weil wir Bock drauf haben. Geht eine Runde aus. Mach mal auf. Wir wissen, ob das innen drin flüssig ist. Komm, wir machen einen Test. Zeig mal. Digga, ich schon. So soll das aussehen. Und so sieht's aus. Nee, das ist schon. Schmeckt aber trotzdem gut. Also, reindrücken damit. Was machst du da, Alex? So, Wassermelone. Großer Fan von Wassermelonen. Ich bin der größte Wassermelonen-Tester. Ich habe aber leider gecheckt, dass die jetzt nicht ganz so süß ist. Die tut ihren Zweck, aber nicht ganz so süß. Egal. Super. Sie wird trotzdem gut. So. Von der Skala 1 bis 10 ist das eine 5. Das tut schon weh. Ehrlich? 5? Von 10 ist schon so. Ja, gut, aber also ich bin auch sehr kritisch, da muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also das gibt es jetzt und dann gucken wir noch die letzten 35 Kilometer von der Tour de France. Und dann sind wir happy. Geil, was steht noch so an eigentlich? Heute gehen wir noch zum Strand und machen da auch noch ein bisschen was. Und danach gehen wir in eine Taverne. Das heißt, das Essen können wir gar nicht tracken heute richtig. Also tracken tun wir sowieso nicht, aber so, dass wir so grob sagen, okay, wir suchen uns das aus. Aber da können wir auch mal zeigen, dass wir gesunde Alternativen selbst in einem Land wie Griechenland finden, wo eigentlich doch relativ viel
fettig gegessen wird, kann man das so sagen? Ja, ja, so Gyros ist ja sonst eigentlich, oder? Genau, aber Gyros essen wir nicht. Aber was, worauf ich mich freue, ist griechischer Salat, Brot mit Tzatziki und irgendwo so einen geilen Fisch. Mal gucken, was es hier so für einen Fisch gibt. Am besten noch so Kartoffeln dazu, so, das wäre mein Dream. Aber mal gucken, wir wissen noch nicht, welche Taverne wir gehen. Wir schauen einfach mal, was uns überraschen lässt. Deswegen gibt es jetzt Wassermelone und dann sehen wir uns später in einer Taverne. Das ist ein Plan. So, wo sind wir jetzt hier? Wir sind Taverna Tosinon. Und da, also der Tag ist sehr lange geworden. Wir haben es jetzt fast 9:30 und jetzt gehen wir erst in die Taverne. Aber gut, was willst du machen? Ist halt so. Deswegen freuen wir uns jetzt aufs Essen. Ich habe jetzt gerade schon Brot mit Tzatziki bestellt und Oliven. Und dann werden wir uns auf jeden Fall noch einen griechischen Salat gönnen. Was habe ich vorhin gesagt? Nicht Fleisch, sondern Fisch. Gucken wir, was für ein Fisch es gibt. Es gibt auch Saganaki Cheese. Auch, boah, das ist so Käse mit. Käse mit so einer Panade drumherum. Das ist lecker. Aber wir gucken nochmal. Was haben wir denn sonst noch? Ich wollte Fisch haben. Grilled oder wir essen was? Grilled Chicken Chops. Nee, das brauchen wir nicht. Es gibt Dorade, Seebarsch, Lachsfilet. Ich saß jetzt, Dominik saß jetzt da und ich da. Und dann haben sie gesagt, aber ich hätte mich auch wollen. Lachs schmeckt immer gut, Seebarsch auch mal geil. Wir schauen mal. Lasst euch überraschen, was ich wähle. So, testen wir erstmal. Ja, weil normalerweise gibt es auch anderen, aber mir das besser. Boah. Ist gut? Das ist gut. Wie viele Kalorien hat das? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Macht euch also immer nicht so einen Stress mit diesem ganzen Essen, wenn es einigermaßen passt. Und wenn wir nach einer Woche aussehen, wie Neil fährt, dann essen wir halt weniger. Also das ist immer diesen Druck zu machen. Klar, soll es nicht eskalieren, muss jetzt nicht jeden Abend eine Pizza essen. Aber Fisch, bisschen Tzatziki, das kann ja nicht schaden. Also haben wir genug Sport gemacht. So, also, guten. So, jetzt kommt das Beste. Ich teile es mir mit Elina natürlich nur. Griechischer Salat. Das ist einfach, das ist ein Traum. Ist ein Traum. Aber ohne Tomaten für dich. Ich nehme eine Tomate, weil ich muss gucken, ob das schmeckt. Die Tomaten schmecken gut hier. Die Tomaten schmecken nicht tomatisch. Normalerweise esse ich keine Tomaten. Nur Ketchup. Kommen wir zu dem, was einfach gestört ist. Saganaki. Habe ich es erklärt eigentlich davor, ne? Nur Feta. Und da ist so Kruste drum, also Panade. Und oben drauf ist Honig. Ist gut? Ist genau das. Ist genau das, was wir damals gegessen haben. Boah. Next level. Ein bisschen Gemüse ist auch wichtig, deswegen haben wir uns noch hier schön das Zeug bestellt. So, unser Fisch ist angekommen und damit würde ich sagen, wir wissen immer noch nicht, wie viele Kalorien das jetzt insgesamt war, beenden wir aber genau diesen Vlog, Full Day of Eating, was auch immer, und ich habe es einfach ganz transparent euch gezeigt, ohne Kalorien zu zählen und alles, genauso wie es halt auch in echtem Leben ist. Also stresst euch nicht so viel, schaut, dass es einigermaßen passt und dann läuft das Ganze auch. Danke fürs Zuschauen.